Herzlich willkommen, du wunderbares Lichtwesen. Heute gibt es wieder eine Frage-Antwort-Runde mit der geistigen Welt und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Raya, anerkannte geistige Heilerin, Bewusstseinscoachin und Channel-Medium. Und es ist mir jedes Mal eine Freude, dir und der geistigen Welt als Kanal dienen zu dürfen. Die geistige Welt beantwortet deine Fragen aus ihrer erweiterten Sicht. Das heißt, die Antworten kommen aus der reinen Liebe des Seins. Sie sind frei von unseren menschlichen Ängsten, von unseren menschlichen Bewertungen und auch frei von den Grenzen unseres Verstandes. Und wenn du ihnen zuhörst, wirst auch du in dir daran erinnert, dass du ebenfalls ein Lichtwesen bist. Und das Zuhören erhöht deine Schwingung. Und durch die Antworten aus der erweiterten Sicht ist es für uns Menschen möglich, mit schwierigen und herausfordernden Situationen leichter umzugehen, weil wir den Zusammenhang erkennen oder eine ganz neue Sichtweise haben, die es uns einfach erleichtert. Ich freue mich jetzt auf eure Fragen und vor allem die Antworten der geistigen Welt. Ich gehe in den Kanal und verbinde mich und dann geht's los. Die erste Frage kommt von Yvonne. Durch die Erklärung, dass wir Schöpferwesen sind, fühle ich mich schuldig, dass ich mir so heftige Lebensumstände kreiert habe und sie nicht ändern kann. Liebe Yvonne, da liegt ein großes Missverständnis zugrunde. Ja, du bist ein Schöpferwesen. Auf einer viel höheren Ebene, als du als Mensch bist. Und deine Seele hat sich diese herausfordernden Lebensumstände ausgesucht, weil sie diese Erfahrung machen möchte. Das, was eure Seelen sich aussuchen, würdet ihr als Menschen meistens nicht wählen. Denn aus der menschlichen Sicht ist es häufig, ja, herausfordernd, schwierig, manchmal sehr anstrengend, manchmal tut einiges weh. Und genau das ist das, woran ihr wächst. Das ist das, was eure Seele erleben wollte, um sich aus diesen niedrigen Schwingungen der Erfahrung zu erheben, als Mensch zu erheben und darüber hinaus zu wachsen. Und damit verändert ihr es. Nicht immer lassen sich die äußeren Umstände verändern, sondern es geht darum, die äußeren Umstände als Wachstumspotenzial anzuerkennen. Und zu begreifen, dass du diese Möglichkeit in dir hast. Je mehr ein Mensch gegen die äußeren Umstände kämpft, umso mehr stärkt er die äußeren Umstände. Also geht der Weg nach innen. Zu erkennen, dass du immer
der bestmögliche Ausdruck deiner Seele bist. Immer. Nur der menschliche Verstand bewertet. Du gibst immer dein Bestes. Und wenn Situationen manchmal durch Krankheit sehr schwierig sind, manche Situationen können auf etwas hinweisen, was die Seele gern verändert haben möchte, wo die Seele wachsen möchte. Schau nach innen. Die Situation, in der du bist, ist genau die, die deine Seele für dich kreiert hat. Nicht du als Mensch, sondern deine Seele. Und es hat einen Sinn, auch wenn der für den Menschen nicht immer ersichtlich ist, manchmal erst viel später ersichtlich ist. Für Seelen ist jede Situation auf der Erde eine Erfahrung. Und für Seelen ist es egal, ob sie in einer Inkarnation reich oder arm sind, krank oder gesund, glücklich oder verzweifelt, einsam oder in einer tollen Beziehung. Das ist für eine Seele alles absolut gleichwertig, weil es nur eine Erfahrung ist. Und früher, in früheren Zeiten, haben die Seelen sehr viel niedrig schwingende Erfahrungen gemacht mit Leid und Schmerz und so. Jetzt, in diesen Inkarnationen, wo der Aufstieg ja schon begonnen hat, geht es mehr darum, diese schwierigen Situationen, die herausfordernden Situationen, die anstrengenden Situationen als erstes anzunehmen. Es ist. Punkt. Dieses Es ist. Punkt. Diese drei Worte sind ein Zaubersatz, der aus jeglicher Bewertung heraushilft. Denn Bewertung ist immer nur eine persönliche Sichtweise und bindet an das, was ihr bewertet. Die Situation ist, wie sie ist. Und das kann anstrengend sein, das kann schmerzhaft sein, das kann wehtun, ja. Doch in dem Moment, wenn du zu der Situation, wie sie ist, ja sagst, dann kann sie sich verändern. Eine Situation, gegen die gekämpft wird, wird festgehalten. Ihr bindet euch energetisch daran. Dieses Ja-Sagen heißt nicht, diese Situation toll zu finden oder zu sagen, juhu, nein. Das Ja-Sagen ist einfach das Anerkennen dessen, was sowieso gerade ist. Und dieses Anerkennen, was sowieso ist, ist der erste Schritt, dass sich eine Veränderung ergeben kann. Solange also der Widerstand gegen die Situation da ist, kann sich kaum etwas verändern. Ja, so ist es, Punkt. Und jetzt gucke ich, was kann ich aus dem, was ist, machen? Schon allein das Akzeptieren, dass etwas ist, wie es ja sowieso ist, ist eine große Erleichterung. Und zu dem Thema Schuld, was du angesprochen hast, möchten wir dir nochmal in Erinnerung rufen. Es gibt keine Schuld. Schuld ist ein menschliches Konzept, um Menschen, um andere Menschen in Abhängigkeit und klein zu halten. Es gibt Ursache und Wirkung, sonst nichts. Die Ursache ist, dass deine Seele diese Erfahrung machen wollte. Und die Wirkung ist das, dass du es annimmst und was du dann daraus machst, wie du damit umgehst. Diese niedrig schwingende Energie von Schuld lähmt euch. Wenn ihr in irgendeiner Form glaubt, schuldig zu sein,
gebt ihr eure Verantwortung nach außen ab. Und auch die Kraft, eure Kraft gebt ihr ab. Schuld ist eine der niedrig schwingendsten Energien, Scham auch. Das blockiert euer ganzes System. Ihr legt euch damit lahm. Und wie gesagt, es ist eine menschliche Erfindung von vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Denn Menschen, die sich schuldig fühlen, trauen sich nicht, ihren eigenen Weg zu gehen, in ihre Kraft zu gehen. Also wandle dieses Gefühl von Schuld, wenn du es möchtest, bitte, in Liebe. Hört sich vielleicht etwas herausfordernd an, ja, doch du bist Liebe. Und wenn du dich dafür liebst, dass deine Seele dir zutraut, diese schwierige Situation zu meistern, bist du sofort auf einer anderen Energieschwingung. Und wenn du es dann vielleicht noch schaffst, diese Situation zu lieben, kann sie sich noch leichter verändern. Und wir meinen damit nicht die menschliche Form von Liebe, die mit sehr vielen Gefühlen verbunden ist, sondern wir meinen die Liebe, die du bist. Das ist ein Seinszustand. Das ist viel, viel mehr als ein Gefühl. Das, was ihr Menschen als Liebe empfindet, zu euren Partnern, zu Kindern, zu Tieren, zu der Natur, das sind alles Teile von dieser großen Liebe, die frei ist von Bewertung, die frei ist von Erwartung, die Liebe, aus der ihr alle stammt. Und diese Liebe kannst du einfach fließen lassen, auch in deine Situation. Es wird sich dabei nicht unbedingt ein Liebesgefühl einstellen, weil das ist anders. Nur allein der Gedanke, ich liebe mich, auch ohne Gefühl, macht etwas. Ich liebe die Situation, in der ich bin, verändert etwas. Wenn du magst, laden wir dich ein, es einfach auszuprobieren. Und sei dir bewusst, Menschen, die in ganz besonders herausfordernden Situationen leben, sind weise, starke Seelen, die wissen, dass ihre Menschen die Kraft dazu haben und auch daraus das Beste machen werden. So, die nächste Frage kommt von Stefanie. Es heißt, der gegenwärtige Aufstiegsprozess der Menschheit sei etwas sehr Besonderes und so noch nie Dagewesenes, weil wir unseren Körper mitnehmen und dass der Körper durch diesen Vorgang feinstofflicher wird. Was genau bedeutet das? Wird unser Körper irgendwann einmal keine Schmerzen mehr empfinden, beziehungsweise keine Krankheiten mehr manifestieren? Ja, es ist so. Dieser Aufstiegsprozess ist besonders, weil ihr mit eurem Körper
mit eurem grobstofflichen Körper die Dimension wechselt. Das ist wirklich etwas Einmaliges. Und ja, eure Körper sind bereits in der Veränderung. Das ist für viele von euch zu spüren. Nicht immer angenehm. Es gibt Informationen darüber, über diesen sogenannten Lichtkörperprozess. Und es ist wirklich so, dass euer Körper sich weiterentwickelt, feinstofflicher wird, höher schwingend wird. Mit der Zeit, das dauert schon noch ein Weilchen, wird er wieder zum freien Lichtkörper. Das dauert noch ein wenig, wie gesagt. Doch ihr seid bereits in diesem Prozess. Er hat bereits begonnen. Das heißt, alles in eurem Körper wird sich verändern. Die Knochen, die Organe, die Gelenke. Euer Atmungssystem wird sich umstellen. Ihr werdet später durch die Haut auch atmen. Ihr werdet nicht nur mit den Augen sehen können. Es wird so viel Veränderung stattfinden, dass ihr es euch zum Teil noch nicht vorstellen könnt. Ja, das bedeutet auch, dass ihr natürlich frei von Schmerzen seid und frei von Krankheiten. Denn noch ist euer Körper auch der Übersetzer der Seele. Das bedeutet, dass noch Schmerzen und auch Krankheiten einen Sinn haben und häufig den Menschen auf etwas aufmerksam machen, was von der Seele initiiert ist, weil der Mensch meistens noch nicht den Zugang direkt zur Seele hat. Und wenn eine Veränderung ansteht, weil eine Situation unerträglich ist, sei es bei der Arbeit, in der Familie oder sonst was, und der Mensch glaubt, er müsse noch durchhalten, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann kann es sein, dass eine Krankheit dafür sorgt, dass der Mensch innehält und erstmal hinschaut und zu sich selber findet und merkt, warum soll ich durchhalten? Warum soll ich aushalten? Das dient niemandem, das sind niedrige Energien, die mich quälen und irgendwo auch der Umwelt und vor allen Dingen auch dem Umfeld nicht gut tun. Euer Bewusstsein wird sich weiterentwickeln, sodass ihr diese Informationen demnächst leichter empfangt und nicht mehr euren Körper braucht oder Krankheiten braucht, um solche Zusammenhänge zu erkennen. Es wird euch direkt bewusst. Also, wenn ihr mögt, so laden wir euch ein, euren Körper ganz bewusst wertzuschätzen. Euer Körper ist ein hochbewusstes Wesen. Euer Körper ist verbunden mit der Quelle, jede einzelne Zelle. Und doch ist euer Körper für euch da. Das heißt, er richtet sich komplett nach euch. Was immer du denkst über deinen Körper, erreicht ihn energetisch. Und wie viele Menschen denken wenig liebevoll über ihren Körper, sondern kritisieren hier herum, zu dick, zu dünn, die Haut ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und richten ihren Fokus beim Körper auf das, was sie aus ihrer Sicht als nicht in Ordnung empfinden.
Was passiert? Der Körper kann nur mehr davon herstellen, manifestieren, weil ihr dort eure Energie hingebt. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Immer und immer wieder. Das heißt, ihr könnt es drehen. Gib deinem Körper die Aufmerksamkeit auf all das, was schön ist an ihm, was gut ist an ihm, dass er überhaupt funktioniert, dass du sehen, gehen, greifen kannst, sprechen kannst, essen kannst, was auch immer. All das ist ein Wunder. Mach dir bewusst, all eure Wissenschaftler können so, so viel machen, können so viel herstellen. Roboter, ja. Künstliche Intelligenz, ja. Doch niemand kann ein Lebewesen herstellen. Auch wenn ihr wisst, wie es entsteht, es ist und bleibt das, was ihr Wunder nennt und wie dieser Körper dann funktioniert, wie jede einzelne Zelle genau wusste, welche Aufgabe sie übernimmt. Und die Aufgaben sind sehr vielfältig in einem Körper. Jeder einzelne Körper ist ein Wunder. Egal wie er aussieht, egal ob er richtig funktioniert oder eingeschränkt. Alles an euren Körpern ist so wunderbar. Und je mehr ihr euren Fokus, eure Aufmerksamkeit auf das Schöne eures Körpers richtet, nicht das äußerlich Schöne, steht dabei im Vordergrund. Das ist toll, wenn es da ist. Und wenn ihr das anders bewertet, ist es auch egal. Jeder einzelne Körper ist schön, wenn ihr eure begrenzenden Vorstellungen von Schönheit über Bord werft. Sie sind nur begrenzende Gedanken. Erkenne dich in deiner Schönheit, deinen Körper in seiner Vollkommenheit. Vollkommenheit ist etwas anderes, als perfekt zu sein. Und dein Körper und du, ihr seid zusammen immer der bestmögliche Ausdruck und auch der gewünschte Ausdruck eurer Seele. Schenke deinem Körper so viel Liebe, wie es dir möglich ist. Und du wirst innerlich und äußerlich erblühen. Die nächste Frage kommt von Anke. Ist es wichtig, sich dem Chakrensystem zu widmen, um in ein höheres, bewusstes Sein einzutreten? Sollte man seine Kundalini-Energie trainieren, damit sie in sich selbst nach oben steigt, um in höhere Bewusstseinssphären zu gelangen? Nun, aus unserer Sicht kannst du das gerne tun, wenn du Freude daran hast. Die Zeit ist vorbei, wo man etwas tun sollte, um etwas anderes zu erreichen. Das ist das alte Denken. Und in manchen Fällen ist eine Art Training natürlich sehr sinnvoll. Doch es gibt nichts, was du wirklich tun solltest, um
höhere Bewusstseinssphären zu erreichen. Wenn du Freude daran hast, dich deinen Chakren zu widmen, und wenn du Freude daran hast, die Kundalini-Energie in dir zu erwecken, die sowieso sich den passenden Zeitpunkt aussucht. Wenn du Freude daran hast, dann tue es und genieße es. Genieße die Freude, nicht das Ziel. Das ist das, was wir meinen. Es geht immer mehr darum, den Weg zu genießen. Und vor allem das zu wählen, woran du Freude hast. Freude ist ein Bewusstseinsweg. Freude, Dankbarkeit bringt dich auch in höhere Bewusstseinssphären. Von ganz alleine. Je mehr du es dir erlaubst, die Freude zu leben. Von daher gibt es weder richtig noch falsch. Und wir bitten dich und wir bitten euch, der Freude zu folgen. Immer mehr und bei allem Möglichen. Dieses Leistungsprinzip, ich muss das leisten, damit, ist vorbei. Wenn ihr Freude habt, irgendetwas zu trainieren, dann tut es. Auch wenn ihr sagt, ja, ich möchte da mal gern Marathon laufen. Natürlich trainiert ihr dafür euren Körper. Doch das dürft ihr in der Freude tun, weil euch das Laufen an sich Freude macht. Wenn ihr sagt, ich will den Marathon laufen und ich muss jetzt trainieren, das bringt nichts. Ihr merkt es selber an der Energie. Freude und Dankbarkeit sind so hohe Schwingungen. Zusammen mit der bedingungslosen Liebe natürlich die höchsten. Und die bringen in diese Bewusstseinserweiterung. Wenn es dir Freude macht, deine Kundalini-Energie zu erwecken, mit den Chakren zu arbeiten, das Wissen zu haben, die Kenntnisse zu haben, das Fühlen, wie fühlt es sich an damit, dann mache es aus Freude daran. Es ist in der neuen Zeit so, dass die Wege sich beim Gehen formen. Früher war das so, Anfang, Start, also Startpunkt und Endpunkt standen fest. Und dann ist man den Weg dazwischen gegangen. In der neuen Energie hast du den Startpunkt, hast eine Idee, wo du ganz gerne hin möchtest. Und dann gehst du Schritt für Schritt bewusst. Und du gehst den ersten Schritt, ohne zu wissen, wie dein zweiter aussieht. Du hast eine Idee und es kann sein, dass die stimmig ist. Dann gehst du diesen Weg. Es kann auch sein, dass plötzlich vor dem zweiten Schritt sich was ganz anderes in dir eröffnet und du gehst einen anderen Weg. Die neuen Wege gehen Schritt für Schritt. Das heißt, es kommt darauf an, dass du auf dich und deine Intuition hörst. Die alten Wege oder in der alten Energie wurden mit dem Verstand geplant. Dass der Verstand kann auch immer noch sehr unterstützend sein, um einen Weg Schritt für Schritt zu gehen. Euer Verstand ist wunderbar in seiner Ursprungsrolle als Werkzeug oder Diener. Doch die Richtung gibt euer Herz vor, euer inneres Wissen. Und das führt euch immer den passenden Weg, auch wenn der manchmal ganz anders aussieht, als der Verstand es sich gewünscht hätte.
Also folge der Freude und du bist immer richtig. Das kann ich bestätigen, dass die Freude so hoch schwingt und dass ich damit im Leben der Freude, in der Freude an der Freude, ganz neue Wege öffnen. Auch wenn der Verstand sie nicht immer verstehen kann, wir sind immer richtig, wenn die Freude dabei ist. Jetzt kommt eine Frage von Jacqueline. Wenn wir uns neu inkarnieren auf Planet Erde, nehmen wir dann die Ahnenlinien unserer vorherigen Inkarnationen mit? Oder dürfen wir völlig neu starten mit nur den entsprechenden Ahnenlinien unserer neu gewählten irdischen Eltern? Oder bleiben sämtliche Ahnenerfahrungen für immer im Zellgedächtnis abgespeichert? Es gibt zwei Ebenen. In der Ebene deiner Seele sind natürlich alle Erlebnisse und Ahnenreihen ihrer verschiedenen Inkarnationen enthalten. Also deine Seele kann sich da an alles jederzeit erinnern. Das ist alles da. In deiner menschlichen Inkarnation beginnst du neu mit den Ahnen von deinen Eltern für diese Inkarnation. Du hast also in jeder Inkarnation deine eigenen neuen Ahnenreihen, weil sie sind das oder das sind diejenigen, die mitwirken in die aktuelle Inkarnation hinein. Und wenn du für dich ein Thema löst, löst du es ja gleichzeitig in die Zukunft für Kinder, auch fürs Ganze, fürs große Ganze, und du löst es auch für deine Ahnenreihen aus der aktuellen Inkarnation. Ja, es ist so, und du darfst also, wie du das so schön formuliert hast, jedes Mal neu starten in jeder Inkarnation mit neuen Ahnenreihen. Wir danken dir für diese sehr interessante Frage. So, die nächste Frage hat Sonja gestellt. Meine Frage geht um die Demenz. Ich arbeite mit hochbetagten und demenziell veränderten Menschen. Wie kommt diese Demenz zustande? Was steckt dahinter? Und wie kann ich ihnen besser helfen?
Es gibt verschiedene Ursachen für Demenz. Das ist eine Form, ihr nennt es Krankheit, die sehr zugenommen hat. Und das hat zu tun mit den Strahlungen, die es auf der Erde inzwischen gibt. Ihr wisst es aus vielen Quellen, dass gerade durch das Aufkommen des Handys und der immer stärker werdenden Strahlung das Gehirn immer mehr beeinflusst wird. Und es hat einfach damit zu tun, dass sich die Zellen des Gehirns nicht mehr so regenerieren können, gerade im Alter, wie es gesund wäre. Das heißt jetzt nicht, dass ihr keine Handys mehr benutzen sollt. Das würde auch wenig bringen, weil die Masten, die Strahlen, stehen eh schon überall. Wir möchten euch einfach dazu einladen, euch mit dem Thema zu beschäftigen und gewisse Maßnahmen vor diesen schädlichen Strahlen oder gewisse Schutzmaßnahmen davor zu treffen. Es ist hilfreich und ihr kennt einiges. Es gibt auch auf diesem Kanal hier sehr wirksame Sachen, die euch dabei unterstützen. Also es wird, ist hier vorgestellt worden. Das ist die eine Seite, mehr oder weniger das Grobstoffliche. Auf der anderen Seite ist es so, dass Demenz auch als Weggehkrankheit bezeichnet wird. Wenn die Menschen immer mehr aus dem Hier und Jetzt weggehen. Und für manche Menschen, gerade ältere Menschen, die sehr viel erlebt haben, gerade in ihrer Jugend, ist das auf einer Ebene eine Erleichterung. Eine Erleichterung, sich weniger an das Erlebte zu erinnern. Eine Erleichterung, so manches Schwierige hinter sich zu lassen. Und auch manchmal der Wunsch, manchmal steckt auch der Wunsch dahinter, die aktuelle Zeit, die so schnelllebig ist, die so viel an Aufmerksamkeit verlangt, die so nach außen zieht, einfach auszublenden. Weil es zu anstrengend ist oder weil die Ruhe im Inneren angenehmer ist. Von außen sieht das natürlich ganz anders aus. Und es ist immer die Bewertung dabei, dass ein Mensch funktionieren müsse. Doch diese Seelen, die sich entschieden haben, als Mensch in die Demenz zu gehen,
leben auch die Freiheit vom Funktionieren müssen. Und es ist für die Umgebung, für die Familie oder die Betreuerin, Betreuer, Unterstützerin, Unterstützer oftmals sehr herausfordernd, mit diesen Menschen, die diesen Weg gehen, umzugehen. Was dabei hilft, ist Liebe. Einfach diesen Menschen anzunehmen und zu respektieren in seinem Sein, so wie dieser Mensch ist mit der Demenz. Total unberechenbar. Und es mag manchmal sehr anstrengend sein, dort ein Umfeld aufrechtzuerhalten, dort für einen weitestgehend normalen Ablauf zu sorgen. Und wir bedanken uns bei all den Menschen, so wie du eine bist, die das liebevoll machen. Denn die Menschen in ihrer Demenz nehmen Schwingungen wahr. Weniger die Worte, der Verstand kann es nicht mehr umsetzen, was gemeint ist. Doch die Schwingungen, die nehmen sie wahr. Und sie nehmen sehr wohl wahr, ob sie abgelehnt werden aufgrund ihrer sogenannten Krankheit, ob die Menschen in ihrem Umfeld ungeduldig sind, ob diese Menschen Erwartungen haben an die Menschen mit Demenz, die gar nicht mehr erfüllt werden können. Und dann bemühen sie sich, das zu erfüllen und können es gar nicht mehr, weil es ist anders bei ihnen. Es ist einfach anders. Und wenn du und wenn ihr diesen Menschen, die den Weg der Demenz gehen, bei allen Herausforderungen mit Respekt und Wertschätzung und vor allem mit Liebe begegnet oder wenn er sie mit Liebe behandelt, wird es so sein, dass die sogenannten Auffälligkeiten sanfter werden. Es wird für euch alle leichter, wenn ihr im Umfeld, ihr in der Pflege, ihr in der Familie die Liebe fließen lasst, statt den menschlichen Verstand in die Bewertung zu gehen. Jetzt haben wir noch eine Frage von Elke. Elke schreibt: Mich beschäftigt schon lange die Frage, was geschieht mit Tätern und Opfern nach dem Tod? Die geistige Welt hat ja gesagt, dass die Seele gerne alle möglichen Aspekte des Lebens erfahren möchte, auch wie es sich anfühlt, ein Täter oder ein Opfer zu sein. Wenn nun ein Täter mit seinem auf der Erde erworbenen Denkmuster oder ein traumatisiertes Opfer wieder in die geistige Welt kommt, wie werden diese Ex-Menschen, diese ehemaligen Menschen dann behandelt, damit sie wieder Liebe fühlen können?
Ich denke da speziell an Serien- oder Massenmörder, Kinderschänder, Diktatoren und so weiter und deren Opfer. Zuerst einmal weisen wir nochmal darauf hin, dass die Seelen, die auf der Erde als Täter in Erscheinung treten, auch mit so gravierenden Taten, wie du sie genannt hast, dass diese Seelen ihr Licht ganz massiv und bewusst verdunkelt haben, um auf der Erde so etwas als Mensch überhaupt tun zu können. Und auch wenn es dem menschlichen Verstand unvorstellbar erscheint, haben sie damit einen Liebesdienst erwiesen. Eine andere Seele, die eben wissen wollte, wie es ist, Opfer zu sein, hat dadurch diese Möglichkeit bekommen. Und als Mensch, gerade in der heutigen Zeit, können beide Seiten, sowohl als Täter als auch Opfer, daran wachsen, wenn sie es akzeptieren und annehmen und hinschauen, was sie getan haben oder erlitten haben und wie sie damit umgehen. Wenn jetzt diese Menschen den Planeten verlassen als Seele, das heißt, sie legen das menschliche Kleid ab, sie legen die Rolle, die sie gespielt haben, ab und gehen als Seele weiter, dann sind sie wieder in der Liebe. Sie brauchen nicht Liebe wieder zu lernen oder dorthin geführt zu werden. Sie sind Liebe. Die Seelen sind und waren und bleiben immer Liebe. Und sie erfahren sich auch nach dem Übergang wieder als Liebe, egal ob sie auf der Erde die Rolle des Täters oder die Rolle des Opfers gespielt haben. Sie erkennen sich wieder in ihrem wahren Sein als Licht und Liebe. Dieses Denkmuster, sie müssen dann erst wieder in die Liebe eintauchen, die Liebe lernen, kommt aus dem menschlichen Verstand, der entweder oder denkt. Doch es sind Seelen aus Liebe, die auf der Erde menschliche Erfahrungen machen. Wie ein Schauspieler, der in eine Rolle geht, diese Rolle so gut wie möglich belebt und spielt und am Ende des Films, am Ende des Theaterstücks, legt er das Kostüm zu dieser Rolle ab und ist wieder er selber.
Und so ist es auch mit den Seelen. Sie erinnern sich wieder der Liebe, die sie sind. Und es ist jetzt auf der Erde immer leichter möglich, dass wir uns in unserem irdischen Leben daran erinnern, dass wir Liebe sind. Ja, ich danke euch für die Fragen und der geistigen Welt, für die sehr aufschlussreichen Antworten. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und ich freue mich auf die nächste Runde und ich freue mich auf eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer mal von der geistigen Welt beantwortet, wissen wolltet, schickt sie mir bitte per E-Mail. Ihr findet meine E-Mail-Adresse unter dem Video, zweimal auf mehr und nochmal auf mehr klicken. Ja, und dann freue ich mich auf euch. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit ganz viel Freude und Leichtigkeit in der Liebe, die du bist. Raya, ich bin.